Hallo, ich bin die Nicole. Ich war vergangenen Sommer 3 Monate in Ghana und habe dort ein Praktikum als Sozialarbeiterin gemacht. Also Ghana hat ein ganz großes Waisenhausproblem und die Organisation, also Pray for Rora, arbeitet halt daran, dass die Kinder wieder bei den Familien leben können, dass das einfach wieder möglich wird, dass da alle Ressourcen da haben, was die Familien brauchen, dass die Kinder zu Hause groß werden können. Meine Hauptaufgabe war, dass ich die Sozialarbeiterinnen begleite in ihrem Berufsalltag. Ich habe hauptsächlich Kontakt mit den Eltern gehabt. Also die Eltern, wo die Kinder einfach wieder zurück in die Communities reintegriert werden sollen, aber auch in die Schulen ganz viel mit Kindern. Aber da war nicht mehr Hauptaufgabe der Bildungsauftrag, sondern eher die Aufklärungsarbeit. Warum braucht es Bildung und warum ist so wichtig, dass Kinder bei ihren Eltern groß werden? Es war für mich einfach da spannend, das Kennenlernen, wie funktioniert soziale Arbeit in Ghana im Gegensatz zu Österreich und was kann ich mir da jetzt auch mitnehmen für meinen Berufsalltag. Ich habe das so bereichernd erlebt, die Freude, mit der die Menschen zusammengearbeitet haben, das werde ich mir hoffentlich in meinem Berufsalltag beibehalten können.